RB 22862, Ungewöhnliches am Abend. Guten Abend, du fährst heute die RB 22682 von Aulendorf nach Lindau Hauptbahnhof. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2020 mit dieser eigentlich recht kleinen Einleitung. Herzlich willkommen auf der Allgäubahn Regenerated. Die PZB ist eingeschaltet. Wir legen den Hebel nach vorne, damit wir vielleicht noch pünktlich in Hergard sind. Und brettern hier mal ganz kurz vor und dann erzähle ich was zum Zug. Oder generell zu dem, was wir hier fahren. So. Ja, jetzt können wir gleich eigentlich abschalten. Also wir können hier kurz auch reindonnern, dass wir hier wirklich zeitig am Bahnsteig sind, dass wir auch als pünktlich anerkannt werden. So. 5. Nee, schnell will ich eigentlich nicht. Ich will nur 5. 4. 3. 2. 1. So. Nicht schnell. Ich will nicht in schnell. So. Und wir machen die Türen auf und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Szenario auf der Allgäubahn Regenerated vom guten Amnesia. Wir befinden uns, wir sind unterwegs mit einem Stadler Regio Shuttle 1 mit einer dahinterhängenden Baureihe 628. Ich habe das Bild irgendwann mal bei Bahnbilder gefunden, ist natürlich mal wieder in der Videobeschreibung der Link zur Vorlage. Und dachte mir, komm, das nachbauen wäre eigentlich geil. Und deswegen habe ich das dann einfach gemacht. Ist ein relativ kleines Szenario mit 20 Minuten. Ich habe das irgendwann, glaube ich, 2019 oder 18 angefangen. Hatte es dann ziemlich lange hier einfach rumliegen, weil ich nicht wusste, soll ich das jetzt veröffentlichen? 20 Minuten. Und hab dann aber eigentlich gesehen, hey, hast glaube ich noch oder schon lange nichts mehr mit dem 650 gemacht. Komm, mach's fertig, hab die README geschrieben, hab festgestellt, dass ich echt wenig Voraussetzungen für dieses Szenario benötige. Hab's veröffentlicht, ist glaube ich eine einseitige PDF geworden, die README. Und ja, nachdem ich es jetzt veröffentlicht hatte, habe ich mich dann auch mal so zweieinhalb Wochen danach mal dazu entschieden, das jetzt endlich mal aufzunehmen. Also eigentlich könnte ich eh schon 80 fahren, habe jetzt aber ein bisschen gewartet und lasse jetzt einfach den Rest beschleunigen. Wir dürfen auch mittlerweile 120, beziehungsweise wir dürften 130, unser Fahrzeug kann aber nur 120. Der schöne 650. So, der Hebel ist schon ganz vor. Und da kommt der Alex. Und Servus. Jetzt können wir uns das Ganze mal aus der Außenperspektive angucken. Eigentlich sehr, sehr schöne Garnitur. So, jetzt gucken wir mal so, dass wir den Hebel auch mit im Blick haben. So. Genau, da wäre Bremse angelegt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir erst später, wenn es dann wirklich... Ja, so wie jetzt, ab jetzt geht's dann bergab. Aber noch nicht so stark, als dass wir dauerhaft an Geschwindigkeit aufbauen würden. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal aus der Perspektive an.
schön. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen Leistung drauf. Noch ein bisschen mehr drauf. 120 in der Ankündigung gleich. Haben wir immer noch Leistung drauf? Ja, fahren 1. So, da war die 120er Ankündigung. Ich muss sagen, ich finde die Strecke halt echt schick, vor allem so mit diesen Bahnübergängen. Das muss ich euch jetzt einfach mal zeigen. Die sind so schön umgesetzt, dass das hier echt Spaß macht, auch einfach mal so kurz auf dem Bahnübergang anzuhalten und einen Screenshot zu machen. So. Schön hier an dem nicht mehr existenten Bahnsteig. So, ab hier sind 120. Machen wir nochmal ein bisschen. Machen wir nochmal ein bisschen Geschwindigkeit auf, dass wir hier dann auch wirklich pünktlich in Lindau sind. So, damit haben wir schon fast komplett auf 110 runtergebremst. Den Rest macht die Schwerkraft für uns. Ja, die Geschichte ist, man fährt hier halt wirklich nur von Hergatz nach Lindau. Das ist wirklich nur eine Station. Also, das ist wirklich nicht viel, was man hier fährt. Das Problem ist, man kann den DB650... leider bisher nur hier auf dem Streckenabschnitt einsetzen, weil woanders fahren die B650er nicht. Die fahren, die DB hat ja nur ihre 650 bei der RAB und in Ulm, bei der RAB und in Bayern. Das sind ja die einzigen Gebiete, wo die 650er anzutreffen sind. Ich finde das einfach nur schön hier mit dem einfach so durch die Vorgärten fahren. Also da muss man dem Amisia echt sagen, super Arbeit, die hier abgeliefert wurde. Bin hier zwar noch nie in Realität lang gefahren, aber es sieht aus, als würde es hier wirklich so aussehen. Und das ist jetzt ja nur der kleine Abschnitt von Hergatz nach Lindau. Die Strecke geht ja komplett von Kempten runter bis Lindau und sogar noch der Abschnitt Immenstadt-Oberstdorf. Ist ja alles komplett verschönert worden. So, jetzt ziehen wir hier nochmal auf 100 runter. Jetzt können wir hier eigentlich nochmal kurz hier so eine Vorbeifahrt machen. Schön. Ich finde das einfach nur schön. 110 dürfen wir wieder.
Bin bisher einmal bei einem 650 mitgefahren. Das war auf dem Abschnitt Tübingen-Herrenberg. Da habe ich mir mal die Ammertalbahn angeguckt. Fand ich eigentlich ganz nett. So als Nebenbahn. Hatte auf jeden Fall was. So, Ankündigung auf 80. Die hätte ich bestimmt noch unterfahren können. Habe ich mir aber gesagt, da habe ich jetzt... Brauche ich gar nicht mal. So, jetzt sind wir auf 80. Gerade geht es wirklich so stark runter, dass man die Bremse wirklich ein bisschen drin lassen muss. Beziehungsweise man halt immer wieder nachsteuern muss. Weil man bremst halt nicht wenig genug ab, man bremst halt zu viel. Also man bremst, Stufe 1 ist schon definitiv zu viel. Jetzt nicht zur Realität, aber halt für unsere Steigung hier gerade. So, jetzt dürfen wir gleich wieder 90. Schön hier vorbei an dem, an den zwei Bussen. So, so ein bisschen, da waren wir minimal kurz zu schnell. Aber jetzt dürfen wir ja sogar wieder ein bisschen schneller fahren. Da ziehen wir mal kurz hoch auf 86, 87 und dann lassen wir wieder rollen. So. So, jetzt kommt gleich wieder ein 80er Abschnitt. So, da bestätigen wir die 80 und bremsen jetzt mal ein bisschen runter. Kann man eigentlich erst so 200 Meter vorher anfangen zu bremsen. So, 147,0. Jetzt müssen wir das wirklich ein Stückchen wirklich halten mit der Bremse. Jetzt müssen wir die ganze Zeit gegensteuern. Weil wir hier zu stark wieder an Geschwindigkeit aufbauen. Wenn wir aber mit Stufe 1 bremsen, würden wir irgendwann sogar mal zum Stillstand kommen. Das ist nicht so gut. Deswegen, so, jetzt geht es hier um die Kurve. Ich glaube, hier müsste uns jetzt gleich der Eurocity begegnen. Da ist er schon.
Und Servus. Der Eurocity 194 müsste das gewesen sein. Weiß ich jetzt natürlich auch nur, weil ich das Szenario ja selber gebastelt habe. Auch weil ich es ja schon erwähnt habe, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Der Link zum Szenario und zur Vorlage, auf was dieses Szenario hier basiert, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch die Fahrt bisher schon mal gefallen hat, dann würde ich mich definitiv über eine Gefällt-mir-Angabe oder einen Kommentar freuen, ob euch so kleine Touren auch einfach mal interessieren. Da fehlen mir ein paar Objekte. Ich hätte eigentlich alles. Naja, das wird nichts Großes gewesen sein. Das sah aus nach einem Gebüsch. So, jetzt versuchen wir noch die 80 zu halten. So, Einfahrt steht. So. Schön hier über die Brücke. Jetzt müsste gleich ein Formhauptsignal. Da vorne kommt das Formhauptsignal. So, ein Flügel heißt HP1. Wachsam. Und bremsen schon mal auf 40 ab, mit denen wir dann hier im Bahnhof einfahren dürfen. Also ich bestätigen wir auch noch. Perfekt. Kurz vor den 30 ziehen wir dann nochmal runter auf 30. Wir könnten jetzt ungefähr hier ab der Weiche dann irgendwo sein. Ach, die kommen da vorne. 100%ig streckenkundig bin ich ja auch nicht. Das Szenario ist so klein, da brauchte man das ein-, zweimal Testfahren. Das ist dann auch nicht so schlimm, wie ein zweistündiges Szenario Testfahren zu müssen. Und der Fehler ist dann irgendwo in den letzten 10 Minuten. Das ist dann, was einen dann wirklich teilweise zur Weißglut bringt und man denkt sich, boah, dieses doofe Szenario. So. Jetzt sind wir schon in Lindau. Jetzt halten wir hier noch kurz am Bahnsteig an auf unserem Kopfgleis. So, fahren wir ungefähr bis zum Prellbock. So. Perfekt. Und wir sind angekommen in Lindau. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wenn ja, dann sehen wir uns vielleicht ja wieder beim nächsten Mal bei einem anderen Let's Play Train Simulator 2020. Dann vielleicht mal wieder mit einer Blondine auf Schienen, wie ich sie so gerne taufe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Oder würde mich freuen, wenn wieder zugeguckt wird. Ich würde sagen, bis dahin und oh, bye bye.